Alle Jahre wieder ist Leben, Wohnen, Freizeit in der Ulmer Messe. Und alle Jahre wieder ist das Programm relativ gleich. Der Eintritt kostet 7 Euro und wir versuchen heute mal, wie viel kann man für 7 Euro umsonst fressen? Wir machen das große Donau 3FM Schnorrer-Experiment. Für 7 Euro einen vollen Ranzen. Italienische Salami. Er guckt schon immer her, was sie da machen. Mit der Kamera. Aber er hat Angst vor der Kamera, deswegen lässt er mich einfach essen. Kommen Sie, wir essen das alles auf, ohne dass er es merkt. Na, hier. Schnell weg, schnell. So, und wir testen jetzt jeden Honig einmal. Was ist das? Ja. Was ist das für ein Honig? Und was ist das für ein Honig? Was ist das für ein Honig? Was ist das für ein Honig? Das ist auch sehr lecker. Boah. Was ist denn das für ein Käse? Das ist ein Südtiroler Bergkäse. Sehr gut. Sehr gut. Eine Schollrebe. Eine Schollrebe, ja. Kommt aus der Pfalz. Aus der Pfalz, ja. Und dann sehr kräftig, ist eine Bouquet-Traube. Ja. Und man degustiert dann, da gibt es so eine bestimmte Technik, man schwenkt das Glas. Nein. Und dann? Aber sie riechen mehr, als sie schmecken. Alles weg. Können. Das ist lecker. Ja. Und was ist das? Aber jetzt machen wir eine Schorle, schauen Sie, und schon haben wir Rosé. Da müssen Sie aber viel rein. So einfach ist das. Nee. Das ist ein guter Roséwein. Nicht mit dem Dornfelder, mein Lieber. Das ist sehr schwierig. Im Dornfelder und Weißwein Dornfelder. Macht man doch Rosé. Aber da machen Sie kein Rosé draus. Da muss man lange was dazu schicken. Genau, gibt es den Knochenset, da gibt es die große Bier. Das ist die Miria. Die Decker und Trüffel. Trüffel. Knoblauch. Knoblauch. Mailänder. Mailänder. Ja, ja, klar. Hm? Ja? Hm? Sie sind kein Mischertrinker, ja? Drei Tage alt. Aber gut, Appetit. Sagen Sie, kommen da auch jetzt Leute mal auf die Messe, die sich einfach heimlich einen antrinken bei Ihnen? So wie Sie. Oder dass jemand kommt und sich einfach durchschnaut und dann trinkt und nichts sagt? Dafür bin ich da. So, und jetzt kommt die letzte, aber wichtigste Station des Tages. Nochmal. Ihr Durst muss jetzt eigentlich gestillt sein. Also ja, ich glaube. Noch einmal ja. Okay. Noch einmal und dann nichts mehr. Ist das klar? Das ist klar.